bauen uns jetzt einfach. Wohl kein Hexenwerk, sowas. Dazu muss ich jetzt aber als allererstes rüberlaufen und muss den Schubkasten holen vor meinem Räucherofen. Bringt mir nichts, das Ding zu bauen, dann passt es nicht. Servus, es ist wieder Zeit für was zu basteln. Und dafür habe ich mir dieses Schmucke, komm her, zack, dieses Schmucke Edelstahlgitter besorgt. Ja. So, dieses Schmucke Edelstahlgitter. Und was machen wir aus dem Ding? Ihr kennt ja alle meinen Räucherofen. Ihr wisst auch alle, wie ich räucher. Hier im Schubkasten, den ich da drin habe, der wird vollgemacht mit Späne, angezündet, räuchert, alles gut. Jetzt gibt es ja so viele Leute, die einen Sparbrand verwenden. Ja du, die den Sparbrand verwenden. Da ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Und wir bauen uns heute aus diesem kleinen Gitter, das ich im Baumarkt mitgenommen habe, für 3,20 Euro auch ein Sparbrand. Ein bisschen anders, aber auch ein Sparbrand. Einen ganz einfachen kleinen Kasten. Der schön, mal lieber, ganz einfachen kleinen Kasten, der schön in meinen Schubkasten vom Räucherofen reinpasst, für 3,20 Euro. Den billigsten Sparbrand, den ich im Internet gesehen habe, in Edelstahl wohlgemerkt, der war irgendwo um die 15, 16 Euro und da reden wir noch vom billigsten. Ohne Sonderangebot, ohne irgendwas. Wie gesagt, und das, wir bauen uns jetzt das einfach. So Freunde, ich habe jetzt hier eine Leiste. Wie gesagt, das ganze Ding ist 25 cm breit, 50 cm lang. Und ich habe jetzt hier noch ein Stückchen, ja, ein Stück Leiste von irgendwas. Die hat 6,5 cm in der Breite und das soll mir auch schon reichen. Spannen wir das aber ein, das zeige ich euch jetzt gleich. Legen das Brett unten drunter, spannen das ein, dann können wir das auch so rumdrücken. So, das ist wie gesagt, das ist zwar Edelstahl, aber das ist ja bloß einen halben Millimeter dick. Also, so viel Kraft hat es jetzt nicht. So Freunde. Jetzt habe ich hier das schon anderes Brett gefunden. Wichtig ist ja nur, dass wir das Brett gibt unser Maß. Und das müssen wir nur schauen, dass das rechts, genauso wie links, mit dem anderen Brett abschließt. Ich zwinge das mal fest. Wo habe ich jetzt meine Zwing? Ach, es ist doch wie immer. Das ist doch verhext. Das gibt es doch gar nicht. Du her. So, ich mache das mal mit einer Klemme fest. Das passt. Zack. Ich gehe mal raus und hole noch eine Klemme. Sage mal, warum sie da zusammen sind. So, mache ich das mal mit zwei Klemmen fest. Mal gucken, das mal. So, und dann haben wir das. Loch, man erkennt das, hier bündig zusammen gemacht. Und jetzt können wir uns einfach, oder es sollte so einfach sein, das festhalten, einfach an die Kante. So, somit haben wir uns das schon, ich sag jetzt mal, hochgekantet. Das gleiche auf der Seite auch. Na komm her, das ist ja das Schöne, das ist alles so ein bisschen flexibel. So, das passt. Jetzt können wir uns das in die Richtung wegbiegen, können uns unser Holzbrett wieder schnappen. Einfach nur, dass wir ein Maß haben. Wir könnten jetzt auch natürlich hergehen. So.
hat jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Wie gesagt, wir könnten das auch noch ein bisschen anders machen. So, jetzt haben wir den hochgebogen, dass wir auf dem gleichen, der gleichen Höhe sind wie drüben. Jetzt legen wir das nur in die Richtung wieder um. Unseren Gitterkasten. Und wenn wir das jetzt richtig gemacht haben, dann müssten wir hier richtig schön zusammenkommen. Und dementsprechend ist hier auch gewährleistet, dass das nicht wieder aufgeht, weil es halt großflächig überlappt. So, und das gleiche müssten wir jetzt hier vorne auch machen. So, das war jetzt auch kein Hexenwerk, das Teil hier zu ein bisschen zu biegen. Dementsprechend Schubkasten und das Teil für hier rein. Und dass man nicht alles mit Spänen einsifft, hat man jetzt einen schönen kleinen Einsatz und kann dann dementsprechend seine Holzspäne hier reinmachen. Wir kriegen noch genug Luft, nicht nur durch die Löcher unten, wo hier die Luft gut reinzirkulieren oder gut reinzirkulieren kann. Nee, sie kann hier außen, kann sie auch noch ein bisschen. Wie gesagt, wer mag, könnte sich in diesen Schubkasten hier auch nochmal Löcher reinmachen, was aber in meinem Fall überhaupt nicht nötig ist. Funktioniert ja in meinem Fall auch so, wenn ich die Späne ganz normal da reinkippe. Dementsprechend ist das nur ein kleiner Einsatz, dass ich mir nicht alles ja, komplett einsau. Ja, Freunde, das aus der Kategorie mal ja, ein klein bisschen was gebastelt auf die Schnelle. Aber wie gesagt, manchmal verwende ich mal einen Räucherofen, aber wirklich manchmal, weil er halt die Temperatur so absolut geil hält. Auch dafür vielleicht mal Pulled Pork zu machen. Kommen dann zwei Roaster rein, da kann das Pulled Pork da drin schön ganz gemütlich vor sich hin werden. So, und jetzt habe ich halt ganz einfach aus einem 3,50 €, komm her, aus einem 3,50 € Edelstahl Drahtgeflecht so ein ganz kleines Körbchen gebaut. Das könnte man natürlich, wenn man das mag, oder das für seine Zwecke irgendwie optimieren will, könnte man die Kanten auch bloß 4 cm hoch machen. Könnte es in der Mitte auftrennen und könnte da im Prinzip wie so ein U draus bauen. Und dass die Seite mit der Seite keine Verbindung hat. Man kann jetzt aber natürlich auch hergehen und könnte hier einen Schamottstein reinlegen. Oder eine Fliese, irgendwas, was es abtrennt und dass die Hitze nicht von A nach B rüberkommt. Dementsprechend wird es dann auch so rüberbrennen. Also tausende von Möglichkeiten. Ich wollte damit bloß zeigen, man muss sich keinen Sparbrand von Firma XYZ kaufen für, sag jetzt einfach mal 15-20 €. Baumarkt 3,50 €. Einfach so ein Ding mitgenommen. Ein paar Holzdinger. Zur Not könnte man es auch mit der Hand einfach so biegen. Kann jeder räuchern. So, das alles mal hier. Zack, zack. Raus zum Räucherofen. Die Späne dazu. Und dann können die Schinken. Schinken rein. Schinken rein. Schinken rein. Zack. Tja, da steht er. Der gute Kumpel. Der muss jetzt hier raus, weil wenn ich hier räuchern würde, würde ich meine Frau umbringen. Nee, wie gesagt, der kommt jetzt davor, neben den Smoker. Und dann werden die Späne eingefüllt in unseren frisch gebauten Sparbrand. Wie gesagt, da sind ja die Möglichkeiten ganz vielfältig. Man könnte auch zwei von den Konstrukten, von den Drahtgeflechten, von dem Gittergeflecht, von dem Streckmetall, wie man es auch immer nennen will, könnte man auch immer zusammen machen und könnte sich auch wie so eine Spirale bauen, ne, so ein quadratisches Teil. Ich will damit nur sagen, man muss sich ja keinen kaufen hier für, sag jetzt mal, ab 15-20 €. Das geht mit denen genauso gut wie mit allen anderen auch. Und wie gesagt, ich schnapp den Kumpel jetzt und dann machen wir uns den Schinken fürs Neujahr. Und euch wünsche ich allen einen guten Rutsch und ich würde sagen, bis zum nächsten Freitag. Oder wenn natürlich noch eine geile Aktion vorher von Barbecue-Freunden eingeläutet wird. Man weiß es nicht.
Ja, eins muss ich euch auch noch sagen. Denkt mir an die coolen Bretter. Hier mit Anschluss, schön mit Licht innen drin. Die Aktion ist auch bald rum. 24. also das Video zuvor, mit, was war das, mit dem Filet, mit dem Glühweinfilet. Da müsst ihr immer noch kommentieren. Bis zum 3.1. habt ihr die Chance. Und am 3.1. werden meine kleinen Kamerafrauen, eine von den zwei wird das auslosen. Und dann gibt es nicht dieses Brett, weil das gibt es bei einer eBay-Auktion. Dann gibt es das andere Brett. Das seht ihr aber beim Video zuvor. Wie gesagt, das gibt es bei der eBay-Auktion.